Konnichiwa, hier ist Japanisch erfahren und dies ist Japanisch lernen Lektion 3e und damit der letzte Teil der Lektion 3. Wie gewohnt wollen wir zu Beginn erstmal zusammenfassen, was wir in der letzten Lektion, also in diesem Fall Lektion 3d, denn gelernt haben. Dies waren eigentlich lediglich die vier Worte Koko, Soko, Asoko und Doko, die wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer ansehen wollen. Zuallererst, es sind einfach Nomen, rein grammatisch gesehen. Und sie bedeuten so etwas wie hier im Falle von Koko, sowas wie dort im Falle von Soko und Asoko und wo im Falle von Doko. Wenn wir das mal ein wenig genauer betrachten, dann war es so, dass man die Wörter benutzt, abhängig von der Position von Sprecher und Hörer im Japanischen. Das ist etwas, was wir im Deutschen eigentlich überhaupt nicht haben. Und ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Aber wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann seht euch lieber nochmal die Lektion 3d an, da diese Lektion hier, Lektion 3e, wirklich absolut direkt darauf aufbaut. Man könnte fast sagen, ungefähr das Gleiche ist. Also diese Lektion 3d sollte auf jeden Fall sitzen, bevor ihr hier weitermacht. Das Wort Koko hier impliziert nämlich eindeutig beim Sprecher. Der Ort oder Gegenstand oder was auch immer, wovon ich spreche, muss sich bei Koko beim Sprecher befinden. Soko im Gegensatz dazu bezeichnet etwas beim Hörer und Asoko etwas, was von beiden, von Sprecher und Hörer, entfernt ist. Doko als Fragewort wo erklärt sich selbst. Einen kleinen Beispielsatz möchte ich euch noch zeigen, in diesem Fall für Asoko. Ich kann zum Beispiel auf Japanisch sagen, Watashi no kuruma wa asoko ni arimasu. Mein Auto befindet sich dort. Ja? Diese vier Wörter stehen aber eigentlich nicht für sich alleine, sondern sind im Grunde genommen nur eine von mehreren Realisierungen des sogenannten Koso-Ado-Paradigmas, auf das wir in der letzten Stunde auch genauer eingegangen sind. Und an was wir uns definitiv erinnern müssen für diese Lektion. Sehen wir uns das mal an. Das Koso-Ado-Paradigma heißt ebenso, weil die Wörter, die man daraus bilden kann, immer mit diesen vier Silben anfangen. Ne? Mit Ko, So, A oder Do. An diese vier Silben hängen wir nun etwas. Meistens eine einzige andere Silbe. Zum Beispiel in diesem Fall von den vier Wörtern, die wir bereits kennengelernt haben, ein Ko. Daraus ergibt sich Koko, Soko, Asoko und Doko, wobei wir feststellen, dass Asoko leicht unregelmäßig ist. Das ist eigentlich sehr selten. Also das heißt Asoko, nicht Akko. Das muss man sich eben auswendig dazu merken. Und so ergeben sich vier Wörter. Nochmal, wie gehabt, ne? Koko, also die mit Ko beginnende Silbe, Entschuldigung, das mit Ko beginnende Wort, befindet sich beim Sprecher. Das mit So, in diesem Fall also Soko, beim Hörer, das mit A, also in diesem Fall Asoko, ist von beiden entfernt und das mit Do, also in diesem Fall Doko, ist das Fragewort. Und wie ihr vielleicht schon an dieser Formulierung von mir gerade ahnen konntet, kann man mehr als nur die Silbe Ko an diese vier Silben hängen, nämlich durchaus einiges mehr. Und wir wollen in dieser Lektion gleich zwei Alternativen kennenlernen. Das mal vorneweg. Wir wollen uns allerdings zuerst mal die Vokabeln für die Lektion 3e ansehen. Oder wollen wir vielleicht auch nicht, denn es gibt hier eine kleine Ausnahme mal. Und zwar gibt es in dieser Lektion keine neuen Vokabeln. Ihr werdet gleich sehen, warum. Macht euch aber keine Hoffnung. Ab Lektion 4a gibt es wieder ganz normal Vokabeln. Kommen wir nun also zur eigentlich neuen Grammatik. Man kann an dieses Koso-Ado-Paradigma genauso ein Re hängen. Also an diese vier Silben kann man genauso gut ein Re hängen. Ne? Also an Koso-Ado können wir genauso gut ein Re hängen. Daraus ergibt sich dann Kore, Sore, Are und Dore. Und das sind auch in der Tat vier japanische Wörter. Also sozusagen die erste Hälfte unserer neuen Vokabeln für heute. Da man sie aber grammatisch erklären kann, habe ich sie jetzt mal nicht als Vokabeln gezählt. Ne? Also grammatisch herleiten. Kore, sore, are bedeuten eigentlich alles so etwas wie dies, wenn man es nur grob übersetzen will. Und dore bedeutet eben dann
welches? Das mit Do ist ja immer das Fragewort. Wenn wir es ein wenig genauer übersetzen wollen, dann könnten wir Kore auch als dies hier übersetzen, um eben klarzumachen, dass es sich um ein Wort handelt, das sich beim, das etwas bezeichnet, das sich beim Sprecher befindet. Sore genauso gut als dies dort. Are als jenes, wenn man so will. Und dore bleibt eben welches. Hier haben wir sozusagen das kleine Problem in Anführungszeichen, dass wir im Deutschen diese Differenzierung überhaupt nicht machen. Wir sagen eigentlich immer das. Umgangssprachlich eigentlich sogar einfach das. Das da oder so. Das heißt, aus dem Deutschen kann man dann definitiv nicht eindeutig sagen, wo sich zum Beispiel ein Gegenstand oder ein Ort befindet, wenn jemand sagt, der Stift da, dann weiß ich eigentlich nicht, was genau er meint, also wo genau sich der Stift befindet. Im Japanischen ist das anders, daran müssen wir uns gewöhnen. Wenn wir das also unbedingt ins Deutsche übertragen wollen, dann können wir auf diese Wörter in den Klammern ausweichen. Dies hier beim Sprecher, dies dort beim Hörer, jenes von beiden entfernt. Natürlich in der Realität wird das eigentlich nicht gemacht, da muss man also im Zweifelsfall ein wenig mitdenken. Ich möchte nun ganz gerne die Zeichnung, die ich bereits in der letzten Lektion benutzt habe, noch einmal benutzen, auch in dieser Lektion. Keine Sorge, danach seid ihr diese schreckliche Zeichnung los. Aber es ist eben für das Verständnis dieser Angelegenheit recht wichtig. Hier haben wir sie also wieder. Und beispielsweise will Blausan, also die Person im blauen Oberteil, will jetzt zum Beispiel sagen, dies ist ein Fisch. Das Wort für dies haben wir eigentlich gerade gelernt. Wir müssen jetzt nur noch das Richtige heraussuchen. Das ist in diesem Fall dann natürlich Kore. Ne? Denn der Fisch befindet sich ja beim Sprecher, wenn Blausan spricht. Deswegen muss Blausan auch sagen, Kore wa sakana desu. Dies ist ein Fisch. Möchte Blausan sich nun auf den Stift beziehen, der sich ja bei Rotsan befindet, welches der Wörter musste er dann benutzen? Richtig, Sore. Ne? Er könnte zum Beispiel fragen, Sore wa anata no pen desu ka? Ist das dein Stift? Ne? Da kann man natürlich viele verschiedene Sätze daraus machen. Wichtig ist, dass man Sore benutzt, wenn Blausan von dem Stift redet. Ne? Denn Sore bezieht sich auf einen Gegenstand beim Hörer oder auf etwas beim Hörer, um genau zu sein. Es muss kein Gegenstand sein. Sore wa anata no pen desu ka? Ist das dein Stift? Und Rotson könnte darauf zum Beispiel antworten: Hai, kore wa watashi no pen desu. Hier muss man also wieder mitdenken, ne? Genau wie in der letzten Lektion. Nun redet ja Rotson. Ne? Das heißt, der Stift befindet sich nun beim Sprecher. Denn nun ist ja Rotson der Sprecher. Deswegen muss man sagen: Hai, kore wa watashi no pen desu. Ja, das ist mein Stift. Alles klar. Ein letztes Beispiel würde ich noch geben. Oder einen kurzen letzten Dialog. Und zwar könnte Blausan auch diesmal fragen: Are wa anata no pen desu ka? Auf Deutsch würde man eigentlich auch nur sagen: Ist das dein Stift? Ne? Man könnte auch sagen: Ist jenes dein Stift? Auf welchen Gegenstand bezieht sich Blausan denn hier eindeutig? Und wie müsste Rotsan dementsprechend antworten? Na, Blausan sagt ja: Are. Und wir haben bereits in der letzten Lektion gelernt und gerade nochmal wiederholt, dass sich Are, also das mit A beginnende Wort, auf etwas bezieht, das sowohl von Hörer als auch von Sprecher entfernt ist, nicht direkt bei einem von beiden sich befindet. Das heißt, Blausan muss hier von dem Buch reden, wenn wir mal dem Bild glauben, dass hier keine anderen Gegenstände sind. Ne? Das heißt, er muss sich auf das Buch beziehen, wenn er sagt Are. Dementsprechend muss Rotsan dann auch antworten: Ie, are wa watashi no pen de wa arimasen. Nein, das ist nicht mein Stift. Are wa watashi no pen de wa arimasen. Das ist nicht mein Stift. Das ist ein Buch. Ne? Das ist überhaupt kein Stift, könnt ihr doch sagen. Ja, ist eigentlich auch eine ziemlich komische Frage deswegen, ne? Weil Blossan hat vielleicht sehr schlechte Augen. ja. Aber mit Are ist dann definitiv das Buch gemeint in diesem Bild. Alles klar. Das waren also die vier Wörter Kore, Sore, Are und Dore. Sie funktionieren also von diesem Prinzip des Koso-Ado-Paradigmas her
Genauso wie die vier Wörter Koko, Soko, Asoko und Doko, die wir ja bereits kannten. Nur, dass sie eben sowas wie dieses oder dies bedeuten. Da dieses eigentliche Prinzip nicht mehr ganz neu ist, ne, beim Sprecher, beim Hörer und so weiter, das kennen wir bereits, habe ich mir erlaubt, in dieser Stunde bereits ein zweites Beispiel, also ein zweites Beispiel für diese Lektion, ein drittes Beispiel insgesamt vorzustellen. Und zwar ist dies das Koso-Ado-Paradigma mit No. Wir haben also wieder unsere vier Anfangssilben, die nun jeder auswendig kennen sollte, spätestens, ne? Nämlich Koso-Ado. Und diesmal hängen wir ein No dran. Daraus ergeben sich die vier ebenfalls wieder in der japanischen Sprache existenten Wörter: Kono, Sono, Ano und Dono. Die heißen nun eigentlich im Grunde sozusagen das Gleiche oder ungefähr das Gleiche wie gerade Koresore, Aredore, nämlich dieses oder so. Wo liegt denn nun der Unterschied? Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Grammatik, denn es sind keine Nomen mehr, wie gerade, sondern Adnomen. Was ist ein Adnomen? Die Lateiner unter euch werden es wissen. Für alle anderen, lateinisch ad bedeutet vor. Adnomen heißt also wörtlich übersetzt nichts anderes als vor dem Nomen. Und damit ist netterweise eigentlich schon alles gesagt, was es rein grammatisch zu dieser Wortklasse zu sagen gibt. Adnomen stehen immer direkt vor einem Nomen. Wir hatten ja gerade die vier Wörter Kono, Sono, Ano, Dono. Und dann nehmen wir mal das Wort Kono. Hieraus kann ich dann zum Beispiel den Satzteil bilden: Konohon. Das hieße dieses Buch. Ne? Konohon. Die stehen also einfach zusammen. Konohon, dieses Buch. Und das kann man dann ganz normal zusammen, muss man sich wie ein Wortteil dann vorstellen. Und das fügen wir ganz normal an einen Satz in einen Satz ein, wie wir es bisher kennen. Beispielsweise: Konohon wa Goethe no Fausto des. Dieses Buch ist Goethes Faust. Konohon wa Goethe no Fausto des. Dieses Buch ist Goethes Faust. Also eigentlich ein ganz normales Subjekt, nur dass es eben jetzt hier irgendwie aus zwei Teilen besteht, nämlich einem Adnomen und einem Nomen. Konohon. Da das Prinzip ja klar ist, denke ich, reicht das eigentlich schon zu Konosono Anodono. Ich möchte also ganz kurz zusammenfassen, was wir in dieser Stunde gelernt haben. Wir haben kennengelernt die vier Wörter Koresore Aridore, also in anderen Worten gelernt, dass man Re an Koso-Ado hängen kann. Daraus ergibt sich dann sowas, was ungefähr dies bedeutet. Und vor allen Dingen sind es Nomen, grammatisch gesehen. Und wir können auch ein No anhängen, was dieses bedeutet, was im Deutschen eigentlich sehr oft vermischt wird, kein großer Unterschied ist. Aber dies sind Adnomen. Das ist der Hauptunterschied, der wichtigste Unterschied. Und wir haben gerade gelernt, wie man diese Adnomen benutzt. Ne? Wir hängen sie einfach direkt vor das Nomen. Das ist nicht allzu kompliziert. Ne? Kono hon, sono kuruma, ne? Dieses Auto. Ano restaurant, ne? Jenes Restaurant. Dono nihonji, ne? Welcher Japaner? Und so weiter. Alles klar, damit wären wir eigentlich auch für heute schon durch und wir können zur Hausaufgabe kommen. Die ist diesmal zweiteilig. Die erste Übung bezieht sich auf Koso-Ado plus No. Und zwar möchte ich einfach mal, dass ihr diese vier Satzteile, es sind ja keine ganzen Sätze, ins Japanische bringt. Ne? Also dieser Zug, dieser Manga, jenes Restaurant, welcher Schüler. Wenn vom Deutschen nicht eindeutig ist, welches Wort ich da gerne hätte, dann habe ich es in Klammern da hingeschrieben. Und die zweite Aufgabe, na, wir sind ja mittlerweile schon nahezu fortgeschritten im Japanischen. Und deswegen gibt es mal die Aufgabe, einen sozusagen freien Text zu schreiben oder relativ freien. Und zwar einen Dialog wieder zu dem Bild, was wir gerade gesehen haben, mit Rotsan und Blausan. Die einzige Vorgabe ist, dass die Wörter Kore, Sore, Are und Dore, also diesmal Koso Ado mit Re, im Gegensatz zur ersten Aufgabe, jeweils mindestens einmal vorkommen sollten. Ich blende euch dann nochmal dieses Bild ein, aber alternativ natürlich einfach zurückspulen oder so. Dann könnt ihr es ja stoppen und so die Sätze schreiben. Ansonsten bin ich eigentlich für heute schon fertig und wir sehen uns dann nächstes Mal in Lektion 4a mit einem ganz, ganz neuen Thema. Wie immer danke ich euch fürs Zuhören.
Euer Japanisch erfahren.